Ja, herzlich willkommen hier bei meinem ersten eigenständigen Let's Play für die Crank Players. Die Frikurke begrüßt euch hier bei Trin. Das ist jetzt das erste Spiel, was ich für euch anspielen werde. Ja, steigen wir einfach mal gleich ein. Klicken zum Beginn. Ja, machen wir das mal. Also, das Spiel habe ich noch nicht angetestet. Das heißt, ihr habt auch von mir aus den Neueinstieg. Und da fangen wir mal an. Gucken wir mal hier. Spiel starten normal. Genau, das lassen wir jetzt einfach mal so und zurück. Ah, Spiel starten. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Die Geschichte beginnt. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ja, interessant. Dann starten wir doch einfach mal, was wir da erfahren über die drei. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Auf jeden Fall schon schön gemacht hier das Spiel. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? Ja. Jetzt kriegen wir ein kleines Tutorial. Zusätzliche Spieler haben wir heute nicht. Ich spiele das heute für euch alleine. Und ja. Es sieht auf jeden Fall schon geil aus. Ja, ich kann auch mit E springen. Ich habe mir vor, das Spiel schon ein bisschen angeguckt. Videos. Und das hat mich einfach angesprochen. Klatsch. Schon der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich noch nicht gespielt, aber wenn ihr wollt und euch das Let's Play hier gefällt, mache ich auch gerne noch von dem ersten Weg nach Teil vorne ein Video. War blockiert, doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Noch so eine Flasche. Mal gucken, ob ich an die auch rankomme. Ah, fast. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir da noch irgendwie. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Ja.
Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen halt hin und her gerissen folgte er ihm. Das kommt bestimmt noch. Ach. Schön animiert das Spiel. Ich will auch gar nicht so viel reden, weil einfach mal wirken lassen. Und ja, die reden ja auch im Spiel, deswegen möchte ich euch nichts vorwegnehmen. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Das verlangen wir wohl alle. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Porphyrus. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Ja, sehr geil. Hüpfkürbisse. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Bestimmt. Weiter geht's. Das war wahrscheinlich nicht sein Plan. Waffe wechseln. Oh, das sieht gefährlich aus. Noch na, Mensch, das Schwert und das Schild und einen dicken, fetten Hammer. Verflixtes Unkraut, euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Bin gerettet. Der Trine. Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Die Unternehmerin ist unterwegs. Zoja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Ja, ganz leise. Falschtaste. Ich weiß, können wir leider nicht mehr da oben. So ein Mist. Mist.
Zeit länger und kürzer machen. Vielleicht können wir dann doch da noch hin. Was ist da? Auf! Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Da ist bestimmt was zu abzuholen. Ja, welcher Dieb geht schon bei der Haupttür rein? Das wäre ja langweilig. So. Aber ja. Gucken wir uns noch das Fläschchen da oben. Perfekt. Oh, der Schrein. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Auf jeden Fall gehen wir. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Bin ich mal gespannt. Entschuldigung, was wir wirklich finden. Ein Schatz oder... Naja, gehen wir mal das Abenteuer an, jetzt wo wir die Charaktere vorgestellt bekommen haben. Lass das Abenteuer beginnen! Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Okay. Wir können sehen die Charaktere etwas durchwechseln, die verschiedenen Rätsel, die hier auf uns warten, dann im Spiel, auch mit den verschiedenen Charakteren dann zu schaffen sind. Ich weiß nicht, ob man jedes Rätsel mit demselben Charakter auch schaffen könnte. Probieren wir das erstmal hier mit unserer Heldin. Gegenstände hier sind. Versuch einfach so viele wie möglich davon einzusammeln. Oder für einen Erfolg oder was auch immer wir wieder dafür bekommen. Das werden wir bestimmt noch alles rausfinden. Du
ganz viele von den Kügelchen rum. Oder irgendwie hin. Der Fettsack hängt da ein bisschen träge rum. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ich muss wieder umkippen. Jetzt haben wir viel ausgelassen. Eigentlich wollte ich noch mehr von den Dingern hier sammeln. Wir gehen das mal mit dem Magier. Mal ein bisschen näher gekommen. Und wir haben neue Pilze wachsen lassen. Yay! Ich glaube, wir können hier aber noch einen wachsen lassen. Ich bin mir sicher, wir probieren es jetzt einfach mal. Jetzt, wo der andere Pilz da steht. Schade, geht doch nicht. Naja gut, gehen wir einfach mal weiter. Ich will euch ja das ganze Spiel vorstellen und nicht hier die ganze Zeit rumhängen. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön gemacht und bin mal gespannt, wo uns das Abenteuer hier hinführt. Ich spiele natürlich für euch auch ganz andere Spiele. Und ich dachte mal, ich stelle euch mal was vor, was bis jetzt noch keiner von denen gespielt hat, von den Jungs. Und bin ich hier gelandet. Oh, jetzt haben wir die Stacheln, muss man aufpassen. Ich glaube, diese Punkte hier sind immer Speicherpunkte. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Eindringlinge! Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Eine neue Fähigkeit dazu gelernt. Monster schweben lassen. Zweites Objekt. Das ist wahrscheinlich, wenn ich diese Punkte einsammle. Das sind die Erfahrungspunkte. Tja, ich weiß auch noch nicht, für was wir das einsetzen sollten. Deswegen lasse ich das. Hol deinen Piekser! Wir kochen den großen Dicken!